Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars 8x1. Diesmal an Nick, weil ich einfach mal wissen, wie wir die Leute spielen. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon seht, ich spiele heute mit der ersten Version von meinem 15k-Pack. Das ist wirklich die allererste Version, die wird noch verbessert. Da wird noch dann gearbeitet ohne Ende. Das ist wie gesagt einfach die komplett erste V1, Beta 1, was auch immer 1. Das ist das erste, was man so haben kann. Und oh, mein Nachbar ist geliebt. Das hält mir ja wieder besonders früh auf. Ja, ich wollte mal einfach wieder testen, weil früher wurde ich ja immer so oft getargetet. Wollte ich mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch so ist oder eher nicht. Bis jetzt hat noch niemand High Relation oder so geschrieben. Glücklicherweise natürlich. Jetzt gucke ich mal, weil ich habe jetzt zwei, drei Runden eingespielt. Und ich muss sagen, wäre ich genickt gewesen oder nicht, ich wäre so oder so getargetet worden. Also sollte ich das jetzt hier auch nicht mehr so schwer sehen mit dem Targeten. Ja, ich muss sagen, von dem lieben Nextani, das Pack ist ihm jetzt für die V1 schon ziemlich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Dafür, dass wirklich die V1 ist, gefällt es mir schon sehr gut. Nur ich will jetzt noch keine Bewertung zu den einzelnen Blöcken oder so abgeben, weil schließlich ist es erst, wie gesagt, das V1, das wirkliche komplette, und das war schlecht von mir, das komplette VV1. Deswegen kann ich das einfach noch nicht mehr bewerten. Das wäre jetzt absolut unfair von mir so. Und ja, Leute, wir befinden uns gerade übrigens am späteren Abend, schon 19:13 Uhr. Ja, später Abend in Anführungszeichen. Ich habe heute Morgen wieder Schule. Ja, moin. Ich werde jetzt auch bald wieder Clips hochladen. Mal gucken. Ich habe zwar, wie gesagt, die Clips, aber halt nicht die wirkliche Motivation zu schneiden. Und als ob der... Ach, ich wollte gerade sagen, als ob der das jetzt überlebt hat, Digga. So. Wenn ich mich jetzt nicht komplett blöd anstelle, sollte ich ihn hier sogar bekommen. Oder natürlich mich suiciden lassen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Idee, vielleicht. Und da haben wir ihn. Ich würde sagen, wir TP'n uns direkt nach Hause. Da, wie ich gerade im F5 gesehen habe, jemand zu uns auf dem Weg ist. Und auch so oder so runtergefallen wäre. LOL, what the fuck, was hat er mir denn gerade für eine Range gegeben? LOL. Schwer gegen die jetzt konnte ich ja gerade gar nichts machen. Oh mein Gott. Oh. Ja, das ist belastend, wenn man zweimal stompt und zweimal einen Airhit reinbekommt. Und dann irgendwie richtig anfängt zu laggen. Okay, ich habe einen 187er Ping, aber Leute, ich muss sagen, auf Flaming Mod wird das richtig oft falsch angezeigt, weil mein Spiel läuft überflüssig. Es wird einfach angezeigt, dass ich einen 187er Ping habe, was eigentlich absolut nicht sein kann. Weil mit einem 187er Ping würde ich mich dann hier schon durch die Gegend legen. Ja, ich habe hier irgendwie noch einen 90er Ping, also keine Ahnung, was da mit Flaming Mod falsch läuft. Aber irgendwas haben sie da auf jeden Fall falsch gemacht. Ja, da sollten wir ihn haben. Ja. GG für die Runde. Ich würde sagen, wir spielen noch eine. So, nächste Runde. Ich würde sagen, dafür, dass ich anickt bin, läuft es gerade richtig gut. Ist alles relativ gechillt noch. Kein großer Schwitzer, kein Typ, der sich so denkt, ach, fuck ich Regulation mal ab. Finde ich relativ gut. Ja, Leute, viele fragen mich immer, wie ich das über meinen Namen hier hinbekomme. Ihr braucht einfach Lady Mod, geht dann auf Escape Tags. Geht auf Add Friend, gibt hier den Spielernamen von eurem Account ein, den ihr umbenennen wollt, und dann hier den Tag. Also im Prinzip Relation und dann Unterstrich und so, das kann man alles einstellen. Oh nein, das ist der gleiche Typ wie vorhin. Oh nein, Digga. Schwert ist richtig blöd. Komm, stomp mich, ich bin gerade in Stomp-Alone. Sowas kann ich ja gar nicht ab, wenn die Leute dich nicht stompen, sondern sich über dich rüberbauen. Und dann zu deiner Base oder so. Das gefällt mir mal gar nicht. Ja, da haben wir ihn. Hey, lol! Digga, wie hast du das gerade überlebt? What the fuck, hab ich mich gerade erschrocken? Ich hab gerade übel gezuckt. Ich hab so gedacht, ja, der ist tot. Dann kommt der einfach vor meine Nase gerannt. Das Ding ist, ich glaube, er stirbt wieder, wenn er... Hab ich ihn?
Wie hat er das jetzt überlebt vom Fall-Damage her? Ich hatte 2 Herzen, aber noch sonst so viele Blöcke über mir. Ey, manchmal verstehe ich echt Minecraft-Logik nicht. Okay, Minecraft hat keine Logik, aber eigentlich hätte er das nicht überleben dürfen. What the fuck? Er ist so weit runtergefallen. Ich hatte selber nur noch 2 Herzen. Und der stackt sich noch höher. Junge, was machst du da oben? Ja, wow, wie hätte ich da einen Anti-Stomp geben können, so? Stomp mich doch einfach und dann ist gut, Mann. So, jetzt haben mich die drei Leute, die noch leben, haben mich jetzt erkannt. Das kann nochmal ein Spaß werden und... Haben wir einen Hacker in der Runde? Ah ja, wir haben einen Scaffold Walk Hacker in der Runde. Okay, reporten, Revi-Team bringt nichts. So, er hackt obvious rein. Jetzt muss ich gucken. Team, wer ist jetzt, wenn ich ihn hier schreibe? Ja, Leute, kommt. Lass gegen den verbünden und nicht mehr aufeinander gehen. Das ist ja nämlich ein bisschen sehr kacke. Und ich sollte mich, wenn ich jetzt sein Bett hole, noch rechtzeitig nach Hause tippen können. Denke ich. Bitte sag mir, ich komme rechtzeitig. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Ich habe... Das Ding ist, ich kann, denke ich, taktisch den Hacker relativ gut ausspielen, wenn ich jetzt gut rein sweate. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier mit einem Fastbow und Bow eben des Todes ankommt oder Bow Aimbot. Weil das wäre richtig hässlich. Das wäre echt jetzt mega ekelhaft. Vor allem dafür, dass die Runde dafür, dass ich Anik spiele und mich 3 Leute erkannt haben, so mega krank gut läuft. Leute, erstmal ganz kurz, ich weiß nicht, wie viele von euch richtig gut auf Revi spielen. Oder aktiv auf Revi spielen. Aber gegen Leute mit Scaffold Walk, Anti-Knockback, was auch immer, bringt es immer nach Hause Teleporter und mindestens ein mobiler Shop, je nachdem, was ihr euch leisten könnt. Wenn ihr in der Mitte seid, könnt ihr dann direkt immer sagen, okay, ich kaufe mir jetzt in der Mitte was, ohne dass der Gegner es checkt, vor allem der Hacker nicht. Oder ihr könnt sagen, okay, ich tippe mich jetzt nach Hause. Und das ist immer mega gechillt. Und ich muss jetzt sagen, ich will mich jetzt auch nicht fast bridge, weil ich schwitzige Hände habe wie sonst was. Und einfach keinen Bock habe jetzt gegen den Hacker hier noch zu verlieren in meiner Anik-Challenge. Okay. Ja, wow, ich kann gegen Fast Bridge und God Bridge gut aimen. Aber gegen Safe Walk Digi, da ist nichts drin. Und entweder wurde er gebannt oder ist gelieft. Oder gekickt worden. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube gebannt. Ich glaube gebannt, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hätte ich ihn bloß reportet, dann hätte ich jetzt gesehen, ob gebannt oder nicht. So, Digi, ich schmeiß meinen Bogen mal runter. Weil der war jetzt schon mit dem... Aber komm, ein Goldapfel, Leute. Ein Goldapfel gette ich mir. Ein Goldapfel, Leute. Und jetzt schreibt der Typ, why, Junge, wir hatten bis gerade eben den Hacker in der Runde. Ist ja klar, dass ich mir einen Bogen kaufe. Ich hoffe mal, ich bin mir jetzt... Ich hoffe, Leute, ich hoffe, 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 dass ich den Typen jetzt gut Bescheid hier wegbekomme. Und, Leute, 2. Runde Anik-Challenge gewonnen. Wir haben gegen einen Hacker gespielt. 3 Leute haben mich erkannt. Ich würde sagen, GG, das war echt eine geile Challenge. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.